Ich habe einen Aldi Süd Hall für euch, beziehungsweise ein Food Hall hauptsächlich. Diesmal nicht so viel Obst und Gemüse wie sonst immer, denn ja, Marvin war ohne mich das meiste einkaufen an Obst und Gemüse und jetzt war ich noch mal einkaufen, so um die ungesunden Sachen zu holen. Hauptsächlich habe ich das Gefühl. Aber wir fangen jetzt erstmal hier unten mit etwas Gesünderem an. Und zwar habe ich wieder Bio-Äpfel mitgenommen. Die essen wir recht häufig, also fast jeden Tag einen Apfel. 1,79 haben die gekostet. Dann habe ich Bananen mitgenommen. Und das sind, ich glaube, 6 Bananen für 1,71 € Bio und Fairtrade. Und das ist voll der süße Aufkleber drauf hier mit dem Äffchen, mit der kuschelnden, das kuschelnde Äffchen mit der Banane. Also heute kann ich nicht mehr richtig reden. Egal. Dann habe ich mir eine Avocado mitgenommen für 1,19, eine Mango für 1,99 und eine Naschi, die waren runtergesetzt auf 45 Cent. Dann habe ich wieder diese Chips im Kessel geröstet mitgenommen, Salt und Vinegar. Denn die essen Marvin und ich eigentlich ganz gerne mal. Holen wir jetzt eigentlich nicht zu häufig, hoffe ich. Aber die sind zum Beispiel die, die mir am besten schmecken. Die sind auch, soweit ich weiß, vegan, also sollten vegan sein. Die kosten 1,29. Dann habe ich mir mal wieder Kekse mitgenommen. Hafercookies, Zartbitterschokolade. Die kosten 1,29 €. Dann habe ich mir so eine pure Choucroute mitgenommen. Die ist nicht vegan. Da ist nämlich Butter rein, Fett drin. Aber ich wollte mal sowas wieder eine Schoki haben für zum so essen, nicht fürs Backen. Und wollte die einfach mal ausprobieren. Die hat 69 Cent gekostet. Und ja, also sie ist nicht vegan, aber hauptsächlich verträglich für mich und deswegen ist das nicht so schlimm. Und dann auch nicht vegan, weil Bienenwachs drin ist. Ansonsten wäre da nichts weiter drin, was schlimm wäre im Sinne von vegan nicht verträglich. Es gibt ja Veganer, die machen dann eine Ausnahme. Es gibt welche, die machen keine Ausnahme. Das ist jedem selbst überlassen. Ich bin omnivor. Von daher, ich hole mir auch mal sowas Ungesundes ab und an. Also diesmal habe ich wirklich Süßkram mitgenommen. Ab und an hole ich mir sowas. Und dann brauche ich auch lange Zeit nichts mehr. Das sind Mauam Kracher für 1,69. Dann habe ich hier noch diese Elefanten-Viechiskohe. Die sind vegetarisch und wären bis auf das Bienenwachs auch vegan. Das ist auch nicht schlecht. Die haben gekostet 99 Cent. Dann habe ich insgesamt 4 Packungen Mini-Tortilla mitgenommen. Zweimal Knoblauch, zweimal Natur. Mit 220 Gramm. Jeweils eine Packung hat 99 Cent gekostet. Finde ich in Ordnung. Ich esse sowas nicht häufig. Also das letzte Mal ist schon garantiert über ein Jahr her. Und jetzt hatte ich wirklich mal Lust drauf, wieder so Tortillas zu machen. So kleine finde ich auch ganz schön, weil ich kann nicht mehr so große Portionen essen. Und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich hier noch den Veggie-Hack mitgenommen, auch für die Tortilla dann später. Mag ich sehr gerne, finde ich halt praktisch, wenn es schnell gehen soll. Heute Abend habe ich keinen Nerv mehr, lange in der Küche zu stehen, weil ich wirklich jetzt unterwegs war, vorher beim Arzt war. Und deswegen gibt es halt ein paar Tortilla-Wraps. Mit diesem Hack. Die kosten 1,59 €. Dann habe ich mir eine Dose halbe Pfirsiche wieder mitgenommen. Die sind halt nicht so super wie frische Pfirsiche, aber ab und an mag ich halt mal so einen Pfirsichkuchen machen. Und der ging sehr schnell, hat gut geschmeckt und deswegen wollte ich eine Dose im Vorrat haben. Dazu waren sie runtergesetzt auf 99 Cent. Dann spanische Wochen. Bei Aldi, da gab es eingelegten Knoblauch, das war das letzte Glas mit Chili. Und ich habe die früher immer so gerne gegessen, ich hatte einfach mal Lust drauf und habe mir jetzt so ein Glas für 99 Cent mitgenommen. Dann habe ich mir eine Brezel noch mitgenommen, auch schon Ewigkeiten nicht mehr gegessen, deswegen freue ich mich da drauf. Die hat 29 Cent gekostet und da werde ich später was dazu dippen. Ja, ich hatte einfach mal Bock drauf und das Salz werde ich aber wahrscheinlich runterpulen. Und zu guter Letzt habe ich mir diese Mini-Batterien mitgenommen. Meistens nehme ich Akkus. Ich finde nur mein Akkuladegerät nicht mehr. Und bevor ich meine Maus nicht mehr benutzen kann, habe ich jetzt einfach die mitgenommen.
kosten 1,59 € und werden bei uns ziemlich lange halten. Ja, das war der ganze Aldi-Süd-Einkauf. Etwas ungesünder als eigentlich normal, etwas weniger vegan als normal bei mir. Aber wie gesagt, ich bin Omnivore und ich versuche hauptsächlich vegan mich zu ernähren. Ich mache aber auch ab und an mal eine Ausnahme. Das darf auch mal sein, weil so nach Dogmen leben ist nicht so meins. Trotzdem versuche ich weiterhin hauptsächlich gesund zu essen. Also hier so die Region hier. Und ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas davon selber gerne holt, ausprobiert habt, wie ihr dazu steht, so ernährungstechnisch. Das dürft ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin da irgendwie immer neugierig, weil jeder Mensch geht das Ganze anders an. Und ich finde es einfach nur spannend, sich hauptsächlich vegan zu ernähren. Denn ich kann nur sagen, ich war heute beim Arzt und meine Blutzuckerwerte sind top. Absolut top. Richtig gute Blutzuckerwerte. Kann ich nur jedem wünschen. Und das war's von mir. Wir sehen uns. Ciao.